Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade in Hamburg bei meinem Bruder. Der wohnt hier nämlich und ich werde heute auf ein Konzert gehen und zwar von Woody Allen. Und da dachte ich, da nehme ich euch ein bisschen mit. Und ich musste auch schon los, ich bin schon übel spät wieder, aber es ist eh immer am Anfang erst der Voreact. Und ja. Und das hier ist mein Outfit. Mein Bryce Vine T-Shirt habe ich an. Das ist vom letzten Woody Allen Konzert. Das war auch in Hamburg hier. Und ja, das war der Voreact. Und ja, Woody Allen hatte halt nicht so einen coolen Merch. Deshalb habe ich den von Bryce Vine genommen, weil ich es voll cool fand. Der mit der Hose, die ist von Brandy Melville. Und so einfachen Boots von H&M. Und so fancy Socken. Ja, und die Tasche ist auch von H&M. Und ziehe ich natürlich noch eine Jacke drüber. Und guck mal, diese Uhr habe ich neu. Die finde ich richtig schön. Die hat nur 6 Euro gekostet. Die ist nämlich aus dem dänischen Bettenlager. Ja, die finde ich auch mega schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Konzert eine Stunde verschoben wurde. Sonst wäre ich jetzt auch schon eine Stunde zu spät, weil ich komme jetzt genau pünktlich. Also wieder Glück im Unglück gehabt. Ich sehe gerade voll eingepackt aus. Ja, es regnet gerade ein bisschen. Aber ja, ich bin jetzt auch gleich da. Konzert gestern war richtig, richtig gut. Und ja, jetzt sind wir jetzt gerade auf dem Weg ins Gym. Ja, hier ist mein Bruder. Yo! Ja, wir gehen jetzt ein bisschen trainieren. You know they may be right, 'cause love has got a hold. Und wir machen uns jetzt hier so Gemüseschnitzel mit dieser Soße hier, Currysoße. Ja, und dazu essen wir dann noch irgendwie Brot. Eben bei Rewe, wir standen da 10 Minuten oder so und ich wusste nicht, dass wir da eine Parkscheibe brauchen. Jetzt haben wir einfach 20 Euro Strafzettel bekommen. So richtig pretty, aber das lassen wir uns jetzt schmecken. Ist bestimmt lecker. Leckerer als es aussieht zumindest. So, ich bin gerade im Auto und zwar fahre ich zu meiner Freundin. Die wohnt nämlich eine Stunde von Hamburg weg. Und wir haben jetzt auch schon, ja, wir haben uns im Sommer das letzte Mal gesehen, genau. Und ja, genau. Und es hat eben auch die ganze Zeit so ein bisschen geschneit. Es war vorhin noch richtig schön. Jetzt hat es gerade aufgehört. Ist, glaube ich, auch besser zum Autofahren, weil das war echt nicht so schön. ja, und wir kennen uns übrigens aus dem Mallorca-Urlaub. 2013 haben wir uns da kennengelernt und seitdem treffen wir uns immer regelmäßig. Und ja, deshalb fahre ich da jetzt hin. So, ich bin jetzt hier bei Melina, bei der Freundin, von der ich euch vorhin erzählt habe. Und wir sitzen hier ein bisschen, essen Kekse. Wir haben vegane Spekulatius gefunden. Ja, und wir hören ein bisschen Weihnachtsmusik und so. Ja, genau. So, ich glaube, ihr könnt mich jetzt gar nicht sehen, aber ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ja, auf jeden Fall war es mega, mega schön. Ich habe auch ein kleines Geschenk bekommen und ja. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt gerade zurück. Und nach 500 Metern. Ja, ich fahre jetzt wieder zu meinem Bruder. Und wir haben Pizza bestellt. Vegane, ich freue mich richtig. Wir haben noch nie so eine
richtig vegane Pizza irgendwo gegessen. Gucken, die wird bestimmt sehr, sehr geil. Hier sehen Sie einen Marius, der seine langweilige Pizza bereut. Meine ist geil. Die ist echt übel lecker. Möchten Sie was dazu sagen zu Ihrer Verteidigung? Hier, das Geschenk habe ich von Melina bekommen. Und zwar sind hier zwei... Hallo? Und zwar sind hier zwei Briefe drin. Die zeige ich jetzt natürlich nicht. Und hier in dieser Kiste sind kleine Fotos drin, richtig süß. Und ja, hier sind Kekse drin. Die habe ich eben aber mitgenommen, die jetzt nicht so geschenkt. Ja, hier eine Handcreme von Santé. Die ist auch vegan und hier versuchsfrei. Dann habe ich gerade schon gegessen, hier diesen Kokosriegel-Zart. Bitte, kannst du mal leise sein? Ah, bist du reingetreten? Ja, aber dieses Ding da drauf, das habe ich doch gar nicht da drauf gelegt. Alter, ja, also diesen Kokosriegel mit Zartbitter, der war echt nicht schlecht. Und dann noch, weil ich mache so ein Reisetagebuch, wenn ich reise. Und ich habe mir da auch schon richtig schöne Washi-Tapes für gekauft. Und sie hat mir auch nochmal welche geschenkt. Und zwar diese hier. Die sind auch richtig schön. Vor allem das hier finde ich am schönsten. Guten Morgen. Das Wetter ist so, keine Ahnung. Eben hat noch die Sonne geschienen. Jetzt ist so Schneeregen. Und gleich wird wieder die Sonne scheinen. Ist voll komisch draußen. Und ich esse jetzt erstmal aus meinem Adventskalender. Schokolade hier habe ich extra mitgenommen. Und zwar ist das... heute Sojatafel dunkel. Also die Schokolade ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Viel besser als irgendwelche Schokolade aus dem Supermarkt, also die vegane oder so, DM oder so. Weil die ist halt richtig schön cremig und es gibt auch voll viele verschiedene Sorten. Auch weiße Schokolade und so und die ist richtig lecker. Jetzt sieht man es von Zott. Die Naschis sind das. Jetzt fertig gemacht, wurde wieder dick eingepackt und bin jetzt auf dem Weg zu DM. Ich will noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Mein Bruder ist in der Zeit ein bisschen bald. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von meinem Make-up halten soll. Das ist etwas zu stark ist, naja. Genau, wir gehen später noch auf den Weihnachtsmarkt. So, ich habe jetzt hier die ganze Tüte voller Weihnachtsgeschenke. Jetzt wäre es heute Bundi und bei DM. Ja, ich trinke hier gerade eine Klappmate in Granatapfel. Und es regnet gerade ein bisschen. Wollten eigentlich nur noch Fotos machen, naja. Ich gehe jetzt erstmal zurück in die Wohnung. Und dann zeige ich euch vielleicht ein bisschen, was ich gekauft habe. Also ich will natürlich nicht, dass die Leute die Geschenke sehen, die ich gekauft habe. Ne? Aber ja, vielleicht kann ich euch ein bisschen was zeigen. Ich habe ja auch ein paar Sachen für mich gekauft. Und ja, dann werden wir gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich freue mich schon, weil es ist ein veganer Weihnachtsmarkt in St. Pauli. Ja, und ich war letztens auch gerade erst auf dem veganen Weihnachtsmarkt in Bremen. Es war aber in so einer Fabrikhalle. Es war auch nicht schlecht, war kleiner als ich dachte. Ich habe zum ersten Mal wieder Crepe gegessen, seit 3 Jahren oder so. Das hat halt genau geschmeckt wie das Original. Es war richtig, richtig lecker. Das Wetter ist so verrückt heute. Jetzt hagelt es plötzlich. Eben hat es noch geregnet. Vorhin schien die Sonne. Ist so krass. Ein paar Teile kann ich euch zeigen. Und zwar habe ich einmal hier diese Knusper-Pralinen-Zartbitter gekauft. Die sind auch, die verschenke ich auch, aber ich glaube, derjenige guckt das Video nicht. Aber ich sage jetzt auch nicht den Namen. Ja, die sind vegan, auch wenn es nicht draufsteht, aber... ist eigentlich nichts drin. Genau. Und dann habe ich mir hier einen Nagellack gekauft. In so einem Khaki. Das ist nicht ganz die Farbe, die ich haben wollte, aber kommt ungefähr hin. Ich habe nämlich meine ganzen Nagellacke aussortiert und verschenkt. Und jetzt wollte ich nochmal einen neuen haben. Und dann habe ich noch diese Beauty Sweeties gekauft. Die finde ich ganz lecker. Die habe ich schon mal gekauft. Und da sind halt ist natürlich Zucker drin. Aber sind halt auch voll viele Vitamine drin. Aber ist natürlich nicht gesund, ne, trotzdem. Aber ich finde die halt ziemlich lecker. Und ich habe mir noch diese ganze Schachtel Lebkuchen gegönnt. Ich liebe die. Ich finde Lebkuchen so geil. Ja, und das war jetzt... Ach nee, genau. Hier habe ich noch 2 Schoko-Weihnachtsmänner. Einer ist von Alnatura und einer von DM Bio. Und ist halt beide vegan. Der hier ist sogar halt hell. Und das halt dunkel ist halt normal, ist halt bitter. Übrigens mein Outfit heute. Ich habe wieder meine geliebte Hose an, die ist so gemütlich. Die ist von Brandy Melville, habe ich in London gekauft.
Und das Oberteil ist von Gina Tricot, genau. Und dazu meine H&M Boots. Und wir gehen jetzt zum Weihnachtsmarkt. Also der Weihnachtsmarkt ist irgendwie mega klein, es gibt hier fast gar nichts. Wir waren gerade schon am Ende. Es gibt hier nur einen Stand mit Schokokuchen, Brownies und Tiramisu. Und da gibt es auch Burger und dann gibt es noch einen Stand mit irgendwas Herzhaften, irgendwie Tapas oder so. Und das war es dann auch schon. Sonst gibt es irgendwie nur so Werbe- und T-Shirt-Stände und ja. So, weil es jetzt die ganze Zeit draußen geregnet hat, haben wir uns jetzt hier in einen Café gesetzt. Ja, man sieht auch, mein Kuchen ist ein bisschen nass geworden. Aber der ist wirklich ultra lecker. Echt extrem geil. Und ich habe noch eine heiße Schokolade mit Sojamilch geholt. Jetzt wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf. Also, ja, der Weihnachtsmarkt war echt nicht so gut. Also, der in Bremen war echt tausendmal besser. Wir haben gerade die in diesem Unverpacktladen, also ist nicht unverpackt, aber in diesem Unverpacktladen gekauft. Ist auch vegan, das sieht übel geil aus. Das probieren wir jetzt mal. Okay, also im Prinzip ist es einfach nur Prinzenrolle mit Schokoüberzug. Ist ganz geil, aber ich dachte, es wäre irgendwie nicer. Ich bin hier gerade ein bisschen im Auto, weil wir, weil es draußen einfach zu kalt war. Wir haben halt für 7 Uhr einen Tisch reserviert bei Hans im Glück. Und wir wussten jetzt nicht, was wir bis dahin machen sollten, weil irgendwo hingehen hätte sich halt auch nicht mehr gelohnt. Und ich habe hier gerade ein bisschen an meinem Video geschnitten. Das ist mein London-Vlog. Der ist jetzt auch schon online, ist in meiner Infobox verlinkt. Und er liest auf meinem Kindle ein bisschen was. Ja, ich habe mir jetzt auch ein Kindle gegönnt, so als frühes... Oh, hi. Ja, das Licht ist gerade ausgegangen. Als frühes Weihnachtsgeschenk, so. Hallo. weil das ist... Ich mag eigentlich Papierbücher lieber, aber das ist halt viel praktischer so zum Reisen. Das ist halt echt geil dann. So, unser Essen ist jetzt da. Wir sind wieder im Hans zum Glück. Ich liebe Hans zum Glück einfach. Mars hat den Kutscher-Burger und ich habe den Juglands-Burger. Und dazu teilen wir uns Süßkartoffelpommes mit Hans und Glückssoße. Ich habe hier noch so einen Apfel-Kastanie-Durstlöscher und Maus hat einen Obstsalat-Minze-Getränk. Das müsste es schmecken, das ist bestimmt wieder richtig lecker. If it's written in the stars, I guess it's really meant to be. How the way things are, your love has got.